Antrittsbesuch des russischen Ministerpräsidenten Viktor Tschernomyrdin bei Bundeskanzler Helmut Kohl. Der Gast aus Moskau will bei seinem dreitägigen Aufenthalt in der Bundesrepublik vor allem für einen Aufschwung bei den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen werben. Tschernomyrdin, bei unfreundlichem Wetter vom Kanzler freundlich und mit militärischen Ehren begrüßt, hatte vor seinem Besuch Deutschland als den wichtigsten Handelspartner Russlands bezeichnet und betont, er erhoffe sich von Bonn Hilfe beim Anschluss seines Landes an die Weltwirtschaft. Dem russischen Ministerpräsidenten, früher Manager eines sowjetischen Energiekonzerns, geht es deshalb um die Unterstützung von Helmut Kohl beim Abschluss russischer Handelsverträge mit der EG.